Morgen Geburtstag. Ja, genau, wir streamen heute. Ich habe in 2,5 Stunden Geburtstag. Alter, ich werde 30, ne? Irgendwie tut mir das ein bisschen im Herzen so weh. Russisch Roulette, ob Elden Ring beim ersten Klick startet. Tatsächlich nicht. Wer hätte es vermutet? Naja. Es war immer so, ich musste einmal kurz Elden Ring normal starten, direkt wieder schließen und dann konnte ich Elden Ring seamless launchen. Ich hoffe, ihr haltet alle durch. Dann könnt ihr mir gratulieren. Ich habe gerüchteweise gehört, dass ich sogar Geschenke von den Mods kriege um 0 Uhr. Da habe ich 2 Pakete rumliegen, die ich angenommen habe, aber nicht aufmachen darf seit 3-4 Tagen, was mich übel abfuckt. Vielleicht lasse ich mich sogar dazu überreden, dir ein Ständchen zu singen. Boah, was heißt hier überreden? Ja, also für so 1-2 Gift. Ja, hoffentlich. Das geht auch nur auf TikTok und auf YouTube. Dominik, weißt Bescheid, ne? Um 0 Uhr erwarte ich die Donuts hier, Digga. Ein 10er für jedes Jahr, also 300 Euro sollten drin sein bei dir. Ich muss gleich auch noch mal ein bisschen Beef mit Döner anfangen, damit ihr wieder andere anfangt zu subben, so TikTok-mäßig. Naja. Was ich 300 Euro, die ich dir geben soll? Ja, warum nicht? Geiz mal nicht so, Digga. Du bist Student, hallo? Du bist bereits in einer Sitzung, auch halt's Maul. Ja, jetzt muss einer von uns neu starten. Ach komm, scheiß auf, Digga. Ach, meine Cam ist noch aus, fällt mir gerade auf. Nein, dein Ernst? Aber es hat sich auch keiner beschwert. Ich frage mich, warum. Boah, was ist mit meinem PC in letzter Zeit? Es ergibt gar keinen Sinn. Warum 83% CPU? Hä? Kannst du reiten? Absolut. Du bist bei mir wieder schön in der Luft. Die Frage ist kurz an den Chat, laggt der Stream auch oder sieht das nur bei mir so aus gerade? Ne, Codierung überlastet, reduzieren Sie Videoeinstellungen. Wen willst du denn verarschen? Ich stream seit 4 Jahren mit genau den Einstellungen. Laggt mein Stream oder was? Das wäre jetzt aber ein bisschen hart, Alter. Wann wieder Elden Ring? Ich glaube, ich spiele das Spiel nicht mehr, Digga. Das schockt mich nicht. Oh, mein Sohn ist wach. Ich hoffe nicht, dass das so wird. Aber es laggt, wie kann es denn immer noch? Das kann nicht sein. Also der ganze PC ist gefühlt überfordert. Ich habe gerade 100% CPU-Auslastung. Wie viel CPU-Auslastung habe ich gerade? 42%. Hast du irgendein Virus oder so, Digga? Taco ist schuld. Ich befürchte es wirklich fast. Und das würde bedeuten, dass ich wahrscheinlich wirklich demnächst meinen PC komplett neu aufsetzen darf. Ich habe irgendwann mal rausgefunden, dass ich auf meinem PC seit 2020, also es hat sich dadurch erkenntlich gemacht, dass plötzlich, als ich Sachen gesucht habe über normal Google, weitergeleitet wurde über MyHoroscope Pro oder so.com auf Yahoo als Suchendings. Also ne, es gab immer eine Zwischenseite und dann habe ich plötzlich über Yahoo gesucht. Und ich dachte mir so, warte mal, stimmt irgendwas nicht, ne? Ich habe ganz normal über Chrome gesucht. Dann habe ich irgendwann so eine App auf meinem PC gefunden, die da seit 2020 installiert ist, laut Anzeige. Die irgendwie, wie ist die, Taco? Irgendwas mit Taco. Okay, hört sich wild an. Dann habe ich das gegoogelt und das ist wirklich so eine Seite, die so Adware ist. Also du wirst immer weitergeleitet über Seiten, auf denen ganz viel Werbung geschaltet ist, damit die halt viel Geld dadurch machen, aber du siehst die Werbung an sich selber gar nicht. Kann natürlich sein, dass sie übel viel Ressourcen verschwendet und mir das nicht angezeigt wird über Task Manager. Es tut mir wirklich leid an dich, Nordmann. Pff, alles cool. Ich fühle das, Digga. Ich bin auch so ein Technik-Noob, Digga. In diesen Momenten im Leben, in denen man sich fragt, habe ich alles im Leben richtig gemacht? Ich mach mal Game Ready Triber wahrscheinlich, oder? Anmelden mit Google. Alter, ist so hell. Warum ist die Seite auf Blendgranate? Ich habe jetzt gefühlt schon 5 Treiber für Nvidia runtergeladen. Vielleicht liegt es auch da dran. Aber immerhin, ich hatte seit Ewigkeiten keine Probleme mehr mit dem Internet. Jinx ist ja doch jetzt nicht. Man lebt nur einmal. Wenn ein Problem weg ist, kommt das nicht. Es ist wirklich einfach so. Bin weg? Nein. Ach, Digga, ich dachte schon kurz. Kann halt sein, dass durch den Treiber gleich was passiert, ne? Ich habe in letzter Zeit viele Holde Mites gesehen, aber wie bekomme ich eine, lieber Datenpony? Bei einer guten Antwort, die mir weiterhilft, kriegst du Bits. Wenn du in den Club gehst und du siehst eine Holde Maid auf der Tanzfläche, flüster ihr folgende Worte ins Ohr. Geile Zeiggött. Und dann ist sie so gut wie deins. Also wenn sie nicht danach auf dich anspringt, dann ist sie für die Street. Brutzi, Schniedelwutzi. Oder das. Ich hab zwar noch keinen Eintritt in den Club gewährt bekommen aus Gründen, aber war witzig. Walla Krise. Dauert das ewig, den Scheiß zu installieren, Mann. Ich raste aus. Mann! Ich hoffe, du musstest jetzt nicht so viel ausgeben wie ich vorhin, als ich bei Hübi der geringste Betrag, den man holen kann, 95 Bits sind. Das heißt, ich musste 2x 95 Bits holen. Bin ich noch da? Alles geschlossen und alle möglichen USB-Sachen wurden abgesteckt, aber ey, ich bin wieder da. Ja. Elden Ring geht's gar nicht gut.
Inzwischen. Das ist denn der große Frühjahrsputz mit Hinterschinken, Mozzarella, Oliven. Inzwischen. Digga, Elden Ring hat sich bei mir gerade in der... Ah, jetzt. Digga, ach nee, jetzt Ich kann nicht mal in den Chat gucken, glaube ich. Inzwischen in der großen Krabbel. In dem Menü ist nicht mal eine Cola dabei, Digga. Was seid ihr denn für Schmatze? Elvis Presley Burger. Oh, hier ist ein Dönerladen. Komm, soll ich mir mal zum Geburtstag meine Lieblingspizza gönnen? Die ist so teuer geworden, ne? Ist ja quasi dein Geburtstagskuchen. Ich kann dir eine Kerze auf die Pizza stellen. Nice, danke Hase. Ja, ich bestelle mir nicht für 25 Euro eine Pizza. Bist du noch da, Döner? Döner ist nicht mehr da. Nice. Ah, Discord ist die ganze Zeit geschlossen. Tschüss. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Pizza Wyoming, Pizza Utah, Pizza Texas. Ich glaube, Döner ruft gerade an. Nö, der ist einfach weg, der Junge. Jetzt bist du wieder da. Jojojo, ich hab mich schon die ganze Zeit gewundert. Ja, ich weiß noch, als ich so richtig fett war, Digga, immer schön Ring of Fire und eine Hot San Antonio, Junge. Am nächsten Tag erstmal richtig Durchfall und übel Blutschiss. Aber 32 cm ist ein bisschen klein, oder? Wir reden über Pizza noch, oder? Ja, komm, 38 cm brauche ich. Wie kriege ich das jetzt in Vollbild hin? Weil für euch könnte ich es jetzt sowieso, ne? Für euch könnte ich jetzt den hier machen, dann passt es. Ich will ja nicht im Hübi-Modus spielen, wie er bis vor irgendwie 6 Monaten gespielt hat. Digga, als ich das gesehen habe, wie er Dark Souls gespielt habe, mit übel viel Fleisch um das Fenster herum noch. Digga, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich hasse dich, du Bastard! Inzwischen. Anmerkung. Bitte nicht läuten, das Baby schläft. Das ist halt true einfach. Man kann nur bar zahlen? Wieso kann man nur bar bezahlen? Junge, welcher Mensch hat noch Bargeld? Wo leben wir denn, Junge? Zahlt ihr noch Sachen mit Bargeld? Inzwischen in der Tiefebene. Ah, warte mal, Auflöse. Warte mal. Also er hat genau die, die ich jetzt haben will, hat er nicht. Ich kann das alles nicht mehr. Inzwischen. Geschnitten bitte, danke. Die Zahlung wird bearbeitet. Ihr habt schon abgebucht, die Schwänze. Overcooked IRL, ja, Mann. Wir müssen morgen eigentlich ein Plakat präsentieren, aber hab gerade erst die Überschrift geschrieben, kennt wie. Ich glaube, ich vergesse das einfach aus Versehen zu Hause. Digga, kennt ihr die Folge von SpongeBob, wo er ein Referat schreiben muss über warum Verkehrsregeln wichtig sind oder so? Also es gibt so einen richtig langen Zusammenschnitt, wie er so vor sich hinschreibt und macht und tut und die Stunden vergehen die ganze Zeit. Und man sieht am Ende einfach nur, er hat so The dahin geschrieben, aber so übel verschnörkelt und übel schön. Genau so stelle ich mir Oma Birgit gerade vor. You fight like an expert. Which of the arts do you practice? Piano and calligraphy. Ah. Now I get it. Ah, warte mal. Wenn ich jetzt Fenster einstelle und dann nochmal aktualisieren. Hey, Döner? Ist Döner noch live? Ja. Digga, ich stehe seit einer halben Stunde mit so einem Elden Ring-Fenster, was so halb über den Bildschirm erstreckt ist. Nice. Ich spiele Elden Ring im Hübi-Modus, Junge. Probier mal Alt plus Enter. Digga, was ist jetzt geschehen? Hat nichts gebracht, chill ich. Wir schauen, was passiert, wenn ich jetzt einfach in 4K hineingehe. Bro, mach mal Escape und geh einfach auf Vollbildmodus. Wenn ich jetzt nämlich Vollbild machen würde, dann ist es auf meinem rechten Bildschirm, da will ich es gar nicht haben. Ja, scheiße. Digga, was ich sag ehrlich, wir spielen das jetzt so. Boah, das ist das räudigste Spielerlebnis, was ich, glaube ich, in meiner ganzen Karriere jemals hatte. Mal geh mal in Vollbild rein und wieder raus. Wir probieren es doch mal. So, nach einer Stunde 10 können wir auf jeden Fall anfangen zu zocken, Digga. Bedenke, das ist mein Geburtstag. Ne? Ja. Guck mal ganz kurz in meinen Stream, wie mein Spielerlebnis gerade ist. Nimmst du deinen Bildschirm auf? Jetzt gerade ja. Ich hab's ja nur gemacht, um zu zeigen, wie das bei mir aussieht. Achso, ich wollte gerade sagen, Junge. Hast du jetzt nochmal eingesetzt? Ja, hab ich. Hä, Digga, warum? Hab ich nochmal? Warte mal, bin ich dumm? Sonst muss ich neu starten. Warte, wir starten beide kurz neu. Och nee, Digga. Jetzt startet das verfickte Spiel nicht mehr. Das ist jetzt ein richtig guter Stream, muss ich sagen. Ja, läuft doch, Digga. Heute Mittag, ich bin so ausgerastet. Alva, richtig krampf gewesen, den hinzulegen. Ne? Ich habe mich gerade auf die Couch gesetzt, wollte kurz chillen. Klingelt das. Ich war in Unterhose, ne? Ich denk, fuck, du Mizzet, Alter. Mach die Tür auf, redet dich mal, drück mir eine Zelle in die Hand mit, Digga, ich habe 3 Kinder, bla bla, gib mir Geld. Das Ding ist, ey, ich kenne das, ich komme aus dem Ghetto, ne? Du siehst ja, dass es diese Battle-Mafia ist. Wird ein 1000-Abo-Special kommen? Ich habe bei YouTube mehr als 1000 Abos. Der Feine ja. Hat mehr als 1000 Abos auf YouTube. Ja, seit 5 Jahren, mein Account ist tot. 2012 haben wir angefangen mit YouTube, da hatten wir 500 Abos. Das war geisteskrank viel. Tim hatte da, glaube ich, 3000 oder so. Die krassesten sind so mit 100k rumgeflogen. Dann dachten wir, weil es kein Geld gab, hat mein Kollege dann Studium angefangen und Ausbildung haben wir gemacht und so. Da hatten wir keine Zeit mehr. Richtig belastend. Dann habe ich 2019 hatte ich einen richtigen Hype auf YouTube so ein bisschen. Da wurde ich gepusht von einem größeren YouTuber. Kennst du Reportagen? Ja, klar. Natürlich kenne ich Reportagen. Der war auch viel mit dem gespielt und so. Ist über der korrekte Dude. Dann lief es richtig gut und dann habe ich aufgehört mit allen. Frag mich nicht, wieso, Digga. Manchmal ist es so. Manchmal spielt das Leben einfach so. Dann machen wir jetzt den Drachen hier unten. Ich habe keine Waffe mehr ausgerüstet. Perfekt.
Das Wort schüttelt mich. Was sind eigentlich für Geräusche im Stream? Das könnte mein PC sein, der ist nämlich relativ laut. Klingt wie ein Staubsauger bei den Nachbarn. Oh, Digga. Warum denn jetzt? Bruder, mach nicht so. Schläfst du schlecht? Brauchst du ein bisschen streiten? Du hast 18.000 Lüfter, Digga. Das steht überall silent drauf. Warum bist du nicht silent, Digga? Ich höre den halt nicht, weil ich Kopfhörer drin habe, ne? Das Mikro ist auch überempfindlich. Ich brauche auch mal ein neues Mikro. Mein Mikro ist halt irgendwie 8 Jahre alt, kostet trotzdem irgendwie noch 100 Euro. Das hat mir Tim damals geschenkt. Das Mikro wackeln ist leicht laut. Ja, ich darf nicht gegen den Tisch gehen. Ja, komm, jetzt fick mich ja alles, Digga. Bester Technikstream bisher, ja. Sonst war mein PC nicht so laut, Digga. Döner ist drauf, irgendwas alles im Arsch, Junge. Fuck, meine Pizza. Ja, hallo? Ja, ich bin sofort da. Eine Minute. Das ist der chaotischste Stream seit langem. Ist das geil. Dem einen zerlegt den kompletten PC gefühlt beim Stream. Der andere kriegt plötzlich Anruf vom... Ja, perfekt, Digga. Bis gleich. Dieser Pizzakarton ist so fett, Digga. Meine Chicken Nuggets verbrennen. Da rutscht die Hose beim Raufen. Schauen Sie sich das an. Junge, ist das eine große Pizza. Oh, Digga, so einen dämlichen Streamer-Fail, Digga. Die sieht gut aus. Wirklich ein Bild von einer Pizza. Ja. Du hattest dir doch auch einen Döner geholt, ne? Einen Burger. Ein Burger, ja. Döner ist Döner. Kannibalismus. Ja, Mann. Schmeckt nice. Victorious, danke für dein Gifted Sub an Hassan, Digga. Guck mal, das ist das perfekte Geschenk. Ein Abo für mich. Wer hat die 30 schon geknackt? Oder stell mal vor, ich bin einfach der Älteste hier. Boah, das wird wehtun. Ich werde dieses Jahr 29. Ich bin der Älteste aus meinem eigenen Chat, Junge. Was ist das denn? Opa, halt's Maul, Hassan. Du bist ein Jahr jünger als ich, Digga. Ich werde in 14 Tagen 40. Ja, ich bin nicht der Älteste. Mit 18 waren deine Haare auch noch nicht so grau. Digga, das kommt von meiner Freundin, weißt du das? Deswegen habe ich noch keinen Heiratsantrag. Nein, Spaß. Ciao. Sieht's raus, Rotzi. Was ist das hier? Jumbo Schreiner Essen Stream? You so fucking precious when you smile. Bro, ich hab mir eine Pizza bestellt. Wie viele Spielfelder ist deine Pizza groß? 12. Jumbo Schreiner, Junge. Gibt's den Typen überhaupt noch? Sehr aktiv auf Instagram unter seinen Kommentaren immer und freundet da die Leute weg, die ihm irgendwie so Trollnachrichten schicken. Oh Gott, wird er so gehänselt? Ist er so ein bisschen drachenlautmäßig? Ja, ja. Er geht halt voll drauf ein immer. Mit freundlichen Grüßen, ein treuer Freund ihres berüchtigten Jumbo-Wumbo-Accounts. Ich Wumbo, du Wumbo, er, sie, es Wumbo. Der geht auch voll oft so auf Mutter. Brauchst du nicht 2 Plätze? Geht nicht, die hat deine Mutter schon besetzt. Keine Ahnung, irgendwer sagt so, ey, probier doch mal die größte Pommes der Welt oder so. Dann haut er so raus, ja, habe ich letztens schon mit deiner Mutter gemacht. Seit deine Mutter aus der Drogenreha wieder raus. Das ist, wenn zu alte Menschen im Internet unterwegs sind. Sehr viel zu ernst. Kennst du diese Posts von Postillon, wenn der ernst genommen wird von irgendwelchen Leuten? Ja, ja, klar. In einer Stunde geht Tom auch auf Mutter. Da passiert bestimmt was mit mir und ich werde so zum Boomer. Aber egal, ich habe mein Einziel mit 30 geschafft. Ich wohne bald in einem Haus. Guck mal, wie geil dieses Hackfleisch so angebraten ist. Danke, Tom, jetzt habe ich auch Hunger bekommen. Was fehlt noch auf meiner Bucketlist? Der Antrag. Sonst noch ein Wunsch, du Opfer. Dein Mikro wackelt. Ja, deine Mutter wackelt auch. Demenziell. Er war Jumbo Schreiner geworden. Wie wäre es, wenn du mal von einer Brücke springen würdest? Das ist die 30, die kratzt gerade so ein bisschen auf. Achso, das war auch Cadis. Ich habe einfach auch Demenz hier ohne Grund beleidigt. Tut mir leid. Das war einfach gar nicht. Geht schon los. Ich fange jetzt auch langsam schon an mit Dead Noises. Bist du auf deinem Pferd? Hast du es jetzt auch? Bist du jetzt auch Zeuge davon, wie ich in der Luft schwebe? Ja, ich seh dich noch in der Luft. Oh, shit. Nicht, nein. Lauf mit mir hier längs, Bro. Die Jungs willst du nicht haben. Deswegen habe ich gesagt, berühr die Gnade, Digga. Du musst da runterspringen, Bro. Oh nein, ich bin tot. Ach, fick mein Gesicht, Junge. Wirklich, wenn ihr jetzt einen hochqualitativen Stream erwartet, das Spiel läuft gefühlt ab und zu in 2 FPS. Ich glaube, ich habe mittlerweile es zumindest hinbekommen, dass die Cam währenddessen nicht auch in 2 FPS läuft. Ja, den pissen wir richtig weg. Jo, du musst ihn wegpissen. Ich glaube, ja. Jumbo Schreiner Essen Stream. Natürlich trifft mich der... Ach, Digga. Digga, was? Deine dumme Mutter wirklich... Also es wäre weniger frustrierend, wenn ich sterben würde, weil ich Scheiße baue, als wenn ich sterben würde, weil der mit 2 FPS auf mich zugerannt kommt, sag ich ehrlich. Sieh es positiv, du hast Ausreden, dass du nicht gut spielst. Hallo? Entschuldigung? Bro, machst du auch was? Du? Frag für einen Freund, Digga, ich sehe nichts mehr.
Digga, warum hat er so in die... Kannst du diesen verfickten Gegner mal anvisieren, Digga? Digga, als ob der Wichser antäuscht. Ich hab keinen Heiltrank mehr. Ja! GG. Gleich kommt der wahre Endboss vom Game. Wenn du den weghaust, Junge, größten Respekt. Das wird jetzt ein bisschen Jump'n'Run gleich. Hier auf die Seite gehen. Bist du hinter mir? Ah, natürlich. Hab mich trotzdem getroffen. Oh shit, oh shit, oh shit. Da ist dein Gegner. Hol ihn dir, Tiger. Meister, was geht? Hä? Nee, ich kann, Mann. Ich muss mich konzentrieren. Nee. Ich will, dass du den alleine machst. Das ist ein richtiges Elden Ring-Erlebnis. Oh, ich muss erstmal auf ganz viele Sachen abklappen. Vergiss deine Attacke. L2, R2. Ja, Bro, ey, wenn ich die machen will, dann killt er mich ja direkt. Machst du das dafür, dass er doppeltes Leben hat? Echt sehr gut. Komm, ich lenke ihn einmal ein bisschen ab. Nope. Du Huren. Nein, 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 deine Mutter. Deine Mutter. Er heilt sich, der Wichser heilt sich. Ist das dein Scheiß? Digga, jetzt reicht's aber. Ja, okay, er hat sein Schild weggepackt. Normalerweise blockt er. Ist er tot oder? Aha. Ich kann auch nicht mehr reden. Hä? Normalerweise blockt er deine Attacke und gibt dir einen Stich. Das hatte ich auch eben und dann habe ich nochmal attackiert direkt. Mm-mm. Er parryt dich, also kannst nichts machen. Dann bist du geblockt und dann sticht er dich ab. Das ist One-Shot. Falls ihr Tom was zu Weihnachten schenken wollt, so Aggressionsbälle, Luftballons, wo er gegentreten kann. Irgendwie komme ich nicht so gut auf den klar, ja? Keine Ahnung. Ich muss diese Pizza wegpacken. Ich habe überhaupt keinen Hunger mehr und esse trotzdem weiter. Ich bin viel öfter an dem gestorben. Hä? Kann mir mal bitte jemand erklären, warum ich hier gerade Damage bekommen habe, Digga? Die Kugel war ja so weit weg. Bisschen buggy ist das Spiel, Digga. Dena hat eigentlich gar keine technischen Probleme, sondern nur einen Elden Ring Hack installiert. Ja, pricetaco.de ist der Hack einfach. Den Boss kenne ich sogar aus irgendeinem Hübi-Stream, den er gemacht hat. Er hat zwei Spam gleich bei der. Oh, die hat so viel Leben, Junge. Ich glaube, ich bin tot. Nee. Jetzt bin ich tot. Digga, als ob da jetzt Flammenwerfer kommen. Lauf! Aber Spoiler an dich, du hättest sie eh nicht geschafft. So ein ruhiger Boss, also ist natürlich trotzdem wahrscheinlich ziemlich hart, aber... Ach, Digga, ja, was? Diagnose Autismus. Mir fallen keine jugendfreien Begriffe gegen sie ein gerade. Ey, sie macht nichts mehr. Okay, chilliger Bosskampf aber. Ich habe mich gern geopfert dafür. Easy. Das ist gottlos. Egal. Oh, Alexander. Wir müssen meinen absoluten Lieblingscharakter killen jetzt leider. Ja, okay, Chat fickt mich. Chat sagt nicht töten. Oh, bei mir sagt er mir, ich soll ihm nur noch einen Klaps von hinten geben, damit er rausfliegt. Egal, wir bringen ihn ja nachher eh um. Hier jumpen wir jetzt runter. Und sterben. Nice. Bruder, was? Was, Bruder? Hey! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag, lieber Nordmann! Zum Geburtstag viel Glück! Dankeschön! Was geht, was geht, was geht, was geht? Geburtstag geht! Man, das geht, Hassan. Stimme. Noch einer, der singt. Marmelade im Schuh. Eben hat Döner schon für mich gesungen. Aprikose in der Hose. Und jetzt auf Französisch. Victorious! Danke für die 10 Gifted Subs! Es gibt jetzt Geschenke von meinen Mods und Hassan. Warte. Wir schauen in deinen Stream. Okay, da wurden jetzt ein Geschenke. Ein paar von euch sind da involviert. Mal gucken, wie er reagiert. Als erstes mal eine Karte. PPS, PPPS. Du bist ein toller Papa. Das lese ich mir in Ruhe durch. Boah, mach dich mal Vollbild. Was soll das? Digga, du bist einfach so winzig da zu sehen. Ja, hört mich nicht. Perfekt. Was denkst du denn? Was sind denn deine Predictions, was da drin ist? Beide Geschenke von Ben und Yasha, Doma, Demenzio, Hassan, Sam und mir. Ich würde tippen, das ist ein Schild. So ein LED-Schild. Das ist ein Fahrrad. Wahrscheinlich ist es ein Fahrrad. Döner, Digga, mit 1000 Bits, Digga. Tschüss. Diesmal dachte ich mir, komm. Also, okay, hat so Geburtstag. Also ich habe auch Geburtstag. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch was sperren. Das Problem ist, ich weiß, dass es ein Lichtschild ist, weil die Firma irgendwas mit Darkness, Lightning oder irgend sowas stand da. Ich habe das kurz gesehen. Wie lange, ich weiß, dass ihr was plant? Seit 3 Monaten, weil die das offen im Chat besprochen haben mit Myrna. Lieber Chat, die sind ja ganz schlimm. Myrna meinte, da hat jemand lustig bei Tom bei einem Geschenk zu
zu beteiligen und dann haben alle ja gesagt. Junge, wie doll kann man das einpacken? Ich bitte euch, sieht man das? Sieht man das? Habe ich hier immer noch so ein Cuttermesser? Ich habe 8 Milliarden Cuttermesser, Junge. Ja, aber mit Schlüssel ist auch eklig. Ich habe noch ganz viele Cutter von Edeka damals. Ja, ich habe auch noch 1 Million Cutter von Rewe. Sagst du, ich soll mit dem Schwert das machen? Ja, hol jetzt nicht das Master Sword und mach das damit auf. Oh, ich krieg das nie wieder rein, ne? Das war so dumm, dass ich das gemacht habe. Digga, nee. Da will noch mal jemand sagen, das Masterschwert bringt hier nichts, ne? Was ist das für eine Psychose gerade? Deadass. Was, wieso Psychose? Weil ich mit dem Masterschwert gerade ein Geschenk aufgemacht habe? Genau das, ja. Genau das. Ist das nicht aus Metall oder wie? Ich weiß nicht. Das Schwert, ja, das richtige Schwert. Ich hab das für 150 Euro oder so auf der Comic-Con gekauft. Sogar die Schrauben sind hier dreimal festgeklebt. Ja, ich raste aus. Ich will's auch nicht kaputt machen, weißt du? Jetzt steht da so Isle of Cops oder so, das wäre super witzig. Junge, wie fest ist das Scheiß hier drin? Ey, ich schwöre auf alles, was mir lieb und heilig ist, ne? Ich hab noch nie was unnötig toller verpackt gesehen. Ey, wenn meine Großeltern mir was schicken, auch immer ganz, ganz Krise. Junge, Supporter-Abzeichen, jawohl. Teilen. Ja. Tut. Geil. 2020 Glitchy, Junge. Die könnten mir auch was Neueres geben können. Nordischen Ruhe. Also so mit nordischer Stift. Sieht wild aus. Ich weiß, ihr seht's nicht, ne? Hä, hey, ich wohne in 2 Wochen nicht mehr hier. Das kommt in Gaming-Keller. Nordmann-TV. Alter, das ist gottlos geil. Das ist richtig geil. Hey, Freunde, also wenn ihr noch was braucht für meinen nächsten Geburtstag nächstes Jahr, ich... Junge, es ist so doll eingepackt, ne? Irgend so ein Bastard in der Fabrik dachte sich, ey, der Typ wird das niemals auspacken. Was willst du mir erzählen? Das ist ja die Wikinger-Schrift, korrekt? Ja, das ist so angelehnt. Du weißt, wie die Schrift heißt, die wir gewählt haben. Ich will dir schlechte Laune machen. Ich will immer deinen Kopf haben. Nö, werde ich nicht. Quatsch. Das sieht halt aus wie so diese God of War-Schrift und so. Bangkok, oder? Bangkok? Einfach Bangkok. Bangkok hat ihn. Inzwischen. Meinst du dieses Bild, Olli? Häng mir das genauso hier hin und dann ist das ab jetzt meine Facecam. Passt das? Kommt geil, oder? Der Bart fehlt. Bist du das auf dem Bild? Ja, das bin ich. Also ohne Bart halt, ne? Boah! Fuck! Junge, der Typ draußen denkt sich auch so, was geht dir jetzt an? Mein ganzes Zimmer läuft. Der Typ guckt auch nur, wer ist Ed. Kannst du die Intensivität steuern? Ja. Alter, das kommt geil. Oh, Schade, das ist richtig gut, Mann. Das sieht schon wild aus. Das ist Baba. Digga, wie hell das auch ist, Junge. Der ganze Raum ist erleuchtet. POV, du bekommst kurz das Handy von Mama. Es ist einfach genau das. POV, du öffnest den Browser im Light Mode. Da fällt es runter und geht kaputt. Ja, ich mach das wieder. Ich pack das wieder. Ey, geil. Danke an alle, die mitgeschickt haben. Das, glaube ich, jeder, der gerade zuguckt, will das. Ich meine, warte mal kurz. Und Leute, wisst ihr, was das Verrückte ist? Das war noch nicht alles. Tim, danke für deinen Raid. Gute, ich meine, ich habe immerhin das hier. Pio. Alles Gute, Niki. Und jetzt nächstes Paket von meinen Mods. Da habe ich auch schon eine leichte Vorahnung, was es sein könnte. Quasi Weihnachten. Ey, ich bin ehrlich, ich habe glaube ich noch nie so viele Sachen zum Geburtstag gekriegt wie dieses Jahr. Hört mich dein Chat eigentlich? Ja, der hört dich die ganze Zeit. Ey, oh, dieser gute Laune-Typ, ne, feier ich gar nicht. Wenn es das ist, was ich glaube, freue ich mich des Grauens. Ey, wieso machen die alle diese Pakete so viel zu fest zu? Muss wieder mein Schwert rein. Was ist das eigentlich gerade für ein Stream hier? Boah, ich reagiere auf die Geburtstagsgeschenke von Nordmann. Ich finde es persönlich gerade sehr unterhaltsam. Oh mein Gott, das ist wirklich das, was ich dachte. Tschüss. Leute, ihr seid krank, Digga. Einfach Elgato Keylights. Alter, die sind so gut. GG. Der Türgriff war von vornherein schon kaputt. Der war schon kaputt, als wir eingezogen sind. Boah, wir sind nicht die Versicherung. Du kannst uns schon ehrlich sein. Hä? Nein, der war bei Einzug vorher schon kaputt. Keylights machen so einen Unterschied. Hast du auch bei denen, oder? Ich hab eins. Aber ich benutze das so als indirektes Licht. Also ich lasse es gegen die Wand strahlen, damit das Licht ein bisschen weicher insgesamt ist. Aber die sind sehr, sehr geil. Vor allem, du kannst jetzt alles einstellen, ne? Helligkeit, Wärme und so. Ja, für meinen neuen Streaming-Raum werden die barbarmäßig sein. Wie geht dieser Karton auf? Ich dachte, das wäre das Licht, das ist einfach der Fuß.
Wild. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Eine kleine Entschuldigung, dass ich so wenig streame in letzter Zeit vielleicht. Aber Jungs, Forza ist runtergeladen. Wir können weiter in Elden Ring rein. Meine Mutter ist auch nicht mehr da und jetzt mein Dad ist so krank. Ich kann gar nicht beschreiben, was ich alles fühle. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Geschenkauswahl geht aus Mirnas Konto. Hassan hat bei irgendeinem Geschenk noch rumverhandelt, ne? Und irgendwas günstiger gekriegt irgendwie, oder? Der alte Pfennigfuchser. Das mit dem Pferd ist gottlos beschissen. Ja, das mit dem Pferd stört mich. Warum kannst du nicht auf meinem Pferd einfach mitreiten, so auf ganz romantisch? Ich würde mich richtig an dich rankuscheln. Und ab und zu würde ich so ein bisschen mit meinen Fingern hinter deinen Ohren kraulen, so. Morgen ist doch Mario Kart, oder nicht? Hast du Mario Kart mittlerweile oder müssen wir das noch besorgen? Müssen wir besorgen. Wie kriegen wir in 2 Tagen Mario Kart organisiert? Warte mal, was sagt Amazon? Kriegen wir es über Amazon einfach in einem Tag? Auf Kuschel-Muschel-Basis? Ja gut, ich habe halt deine Adresse nicht, ne? Nimm mir das Spiel Chaos, Digga, gib ich dir die Adresse gerne durch. Ja, boah, gib Adresse. Echt? Ich guck erstmal, bis wann das ankommt. Lieferung heute, Bestellung innerhalb einer Stunde. Digga, gib Adresse her. Als ob, Digga. Ey, Kuss an Döner, ja. Ich kann eigentlich auch liegen, wo ich wohne. Aber dann haben vielleicht die Nachkommen. Ja, juckt mich dann ja nicht mehr. Wenn da Leute hinpilgern. Ja, genau, Digga. Wir machen die Nordmann-Schanze. Der Drachenlord ist ja auch so in diesem, also nicht in deinem Film, aber so in diesem leicht nordischen Film, oder? Der war doch so ein Mettler und so. Bro. Der war für einen ganz eigenen Film, Digga. Woher hat Yui Domi deine Adresse, Bro? Er hat gerade einfach deine Adresse geleakt im Chat. Was laberst du? Dein Ernst? Ja, er hat geschrieben, Werner Heisenberg Allee 25 80 939 München Chatting. Das ist doch deine Adresse, ne? Oder jetzt weiß jeder, dass ich lüge mit Nordmann. Ich bin eigentlich der Südmann. Ich sag dir, wie es ist. Kurz hatte ich Panik, Digga. So, heute bis 18 Uhr, Digga. Wenn die das nicht bis 18 Uhr liefern, dann kack ich den vor die Haustür. Junge, dann kack ich Jeff Bezos einfach an. Nintendo hat mal bei mir zu Hause geklingelt, hat meine Adresse rausgefunden und wollte eine Entschuldigung. Laber nicht. Hulk labert einfach gerne Dinge. Ich hab der Nintendo kennengelernt, der ist eigentlich echt korrekt. Ich kenne nur die eine Story von Hübi, der in der Red Bull Creator Lounge war und mit Nintendo reden wollte und Nintendo war ein sehr stiller Beobachter irgendwie. Der hat nicht viel gesagt. Nee, ich habe den auch kennengelernt auf einem Event und der ist am Anfang richtig, richtig, richtig extrem. Der hat einfach mit niemandem eigentlich geredet und dann hat er irgendwann gecheckt, dass ich nicht irgendein Fanboy bin oder so. Ich war ja mit Tim da und die kennen sich ja schon. Ach so, okay, ja. Weil da auch Zuschauer eingeladen wurden. Das war dieses Life is Strange 2 Event. Und dann ging das, also dann ist er so ein bisschen aufgetaut. Wenn er merkt, dass er nicht mit Fans redet, dann ist er cool. Stark. Am Ende des Tages sind wir alles übel die fucking Nerds, ne? Das letzte Mal habe ich meinen Geburtstag gefeiert, vor 8 Jahren. Das ist krass, da warst du so alt wie ich jetzt. Da wurde halt Maul, Digga. Es sind Döner und Nordmann auf Pferden und sie reiten geschwind durch die Berge, weil sie Freunde sind. Yeah. Ich habe einen Song geliebt gerade. Ihr wisst Bescheid. Demnächst dann auf allen Plattformen. Ja, Diggi, lass du mich durch, danke. Ich bin tot. Ich auch. Durch. Wild. Was hat uns gekillt gerade? Der Schrei. War ja ein erfolgreicher Stream. Bis auf die erste Stunde. Meine Peoples, Digga. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Haut rein. Danke für die ganzen Geschenke, danke für die Subs, danke für die Glückwünsche. Ich bin kein Mensch der Emotionen, ich kann das schlecht ausdrücken, aber ich fühle mich wirklich geehrt. Danke Leute, peace. Bis Samstag, ne? Das müssen wir noch abklären, ne? Wie wir das machen. Alle in Discord und wir beleidigen uns durch den Scheiß. Okay, gerade bei Tim kann ich mir vorstellen, er will vielleicht dann auch nicht so viele Beleidigungen haben, oder? Digga, den beleidige ich in Kronobona. Immer ganz, ganz miese Brise. Ich hoffe, Nordmann, wo du jetzt noch im Chat bist, hast noch einen wunderschönen Geburtstag. Also, hab noch einen wunderschönen Abend. Ich bin massiv verwirrt. Ja, aber chillig, oder?